Liebe Freunde des Musikvereins Eintracht, heute stehe ich das erste Mal in diesem Jahr mit einer Uniform da und begrüße Sie an dem Platz, wo wir sonst zu Weihnachten gerne Musik machen und auch den Weihnachtsmarkt eröffnen. Heute lese ich hier für Sie den letzten Teil der Geschichte weiter. Sie erinnern sich, die armen Häuslers beherbergten vor einem Jahr die Wanderer. Als die Wanderer gingen, hatten sie so viele Wünsche frei, wie die Hörner des Widders, den sie am Abend verspeist hatten. Diesen Weihnachtsabend sollten sie aber bei den reichen Nachbarn verbringen, auf leichten Druck auch der Nachbarn. Die Frage nach der Hörnerzahl des Ochsens, den sie verspeist haben, lautete 4. Somit hatten sie auch 4 Wünsche frei. Die Wanderer und die Häusler sind gerade auf dem Weg mit der Kutsche zur Kirche. Man hört, wie es weitergeht. Dann ging es zur Kirche. Die Fremden und die Häusler stiegen aus. Der Hofherr selbst wollte nicht am Gottesdienst teilnehmen, sondern so schnell wie möglich nach Hause, um sich mit seiner Frau über die 4 Wünsche zu beraten. In seiner Hast peitschte er immer wieder auf die Pferde ein, um sie anzutreiben. Da strauchelte das eine Pferd, auch der Strang riss, sodass er absteigen musste, um ihn wieder zu befestigen. Kaum hatte er seine Fahrt fortgesetzt, strauchelte auch das andere Pferd. Verdammt nochmal, euch soll der Teufel holen, rief er lauthals aus. Und schwupp, schon waren die beiden Pferde verschwunden. Da saß der Hofherr auf dem Kutschbock, die Zügel in der Hand, und war nur froh, dass ihn niemand in dieser lächerlichen Pose sah. Ihm blieb in dieser misslichen Lage nichts anderes übrig, als die Zügel aus der Hand zu legen, die Kutsche stehen zu lassen und zu Fuß nach Hause zu hasten. Wir haben ja noch 3 Wünsche übrig, beruhigte er sich selbst. Seine Frau, ob seines langen Ausbleibens immer ungeduldiger, weil sie endlich die Wünsche mit ihm beraten wollte, lief im Haus hin und her, bis es ihr entfuhr. Diese alte Trantüte von Ehemann, wenn er doch augenblicklich da wäre. Und schon stand er vor ihr, und der zweite Wunsch war vertan. Du kommst ja daher wie ein alter Bettler, empörte sie sich. Der Mann, außer sich vor Zorn über den Verlust seiner prächtigen Pferde, schrie sie an. An allem Unglück bist alleine du schuld. Wie konntest du auch nur auf die dumme Idee kommen, zu behaupten, der Ochse habe 4 Hörner gehabt? Mögen diese Hörner für immer in deinem Nacken sitzen. Kaum hatte er diesen Wunsch ausgesprochen, schon saßen die Hörner im Nacken seiner Frau. Und da bleiben sie für immer. Und von dem letzten Wunsch begehren wir so viel Gold, wie in unsere Scheune passt. Dann können wir uns auch ein neues Pferd kaufen. Du bist wohl von allen guten Geistern verlassen, schrie ihn seine Frau an. Du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass ich mit diesen Hörnern herumlaufe und mich überall zum Spottpreis gebe. Auf der Stelle sollen diese elenden Dinger wieder verschwinden. Und so geschah es. Das Einzige, was den Hofbauern all ihre Wünsche eingetragen hatte, belief sich auf den Verlust von 2 guten Pferden. Nun zum Ende. Liebe Musiker, liebe Ehrenmitglieder, liebe Fördermitglieder und liebe Freunde der Eintracht, danke fürs Zuhören und Dabeisein. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute. Ich würde mich sehr freuen, Sie persönlich wiederzusehen, und zwar in einem Konzert, wo wir dann auch wieder diese Jacken tragen dürfen. Vielen Dank für Ihr Interesse, dass Sie mit dabei waren, und frohe Weihnachten und ein besinnliches Fest. Viele Grüße von Ihrem Musikverein Eintracht.